Ey, da habe ich ja schon so gar keinen Bock drauf, Alter. Dieses, du kommst am Flughafen an, dann labert dich jeder an und will dich einfach nur abscammen. Geil, Mann! Was war das? Du kennst. Was bin ich? Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Ich muss sagen, Alex, wie sehr geile Entwicklung. Bei dem ist es mal eine Zeit lang so ein bisschen in Stocken gekommen. Ich weiß noch, er hatte mal 1 Million Abonnenten. Dann ist es so ins Minus gegangen, hat er nicht mehr 1 Million. Jetzt hat er auf jeden Fall wieder ordentlich aufgebaut und so. Und so seine Nische gefunden, in der er richtig aufgeht. Und rasiert er richtig, Alter, ein Video nach dem anderen. 1.000 Euro Business-Class-Flug nach Pakistan. Okay, gehen wir rein. Ich hatte Lust auf ein neues Abenteuer und dachte mir, ich schaue mir mal ein Land an, das jetzt nicht unbedingt jeder bereisen würde. In der Business Class von Saudi geht es über Saudi-Arabien nach Lahore in Pakistan. Na, das kann ja was werden. Und damit, yo Leute, was geht ab? Und schönen guten Nachmittag aus Frankfurt. Oh Mann, ich glaube, so habe ich lange kein Video gestartet. Ich bin einfach echt krank. Also ich bin wirklich, mir geht's gerade ziemlich scheiße in diesem Moment. Aber wir fliegen jetzt trotzdem los, weil ich konnte meinen Flug nicht umbuchen und ich hätte mich sonst einfach geärgert. Deswegen Zähne zusammenbeißen. Bis gleich. Oh. Ja Leute, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen, ich bin wirklich verdammt schlapp. Ich habe seit mehreren Tagen irgendwie so Bauchschmerzen, jetzt habe ich auch Kopfschmerzen. Einfach kein gutes Wohlbefinden und... Ich bin heute Morgen aufgewacht, hatte Bauchschmerzen und tierischen Durchfall. Wer kennt das Meme? Das sind eins im Chat. Ich schätze mal, keiner von euch wird das kennen. Das ist glaube ich, vor eurer Zeit. Das ist TV Total Nippelmix. Damals war so vor 10 Jahren oder so. Stefan Raab, der Gründer von Memes eigentlich, Erfinder von Memes, der hat das damals schon in seiner Show benutzt und das war eines der Memes. Also ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte Bauchschmerzen und tierischen Durchfall. Das war so bei GNTM damals. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich den Flug gerne noch 2-3 Tage nach hinten verschieben. Geht jetzt nicht. Und ich muss natürlich auch sagen, ich weiß nicht, ob es die beste Idee ist, wenn man so angeschlagen ist, nach Pakistan 13 zu Stunden zu fliegen und dann auch noch nach Pakistan. Auf der anderen Seite habe ich jetzt endlich mein Visum bekommen. Das war echt ein Krampf. Ich habe das selber versucht. Wenn ihr da mal hin wollt, kann ich euch nur empfehlen, das direkt mit so einer Agentur zu lösen. Habe ich nicht gemacht. Aber ja, es geht los. Drückt mir die Daumen, dass es mir schnell wieder besser geht. Wir fliegen mit Saudia, der Airline von Saudi-Arabien. Und zwar geht es über Jeddah nach Lahore, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. 1.000 Euro habe ich bezahlt, 13 Stunden Flug, Business Class, ist glaube ich ein guter Deal, ich bin mal gespannt, was die so kann. Und dann heißt es die nächsten Tage, Alex guckt sich alleine Pakistan an, aber ich glaube, es wird ganz cool und da werden geile Videos kommen. Alter, wild, dass er nach Pakistan reist, ne? Habe ich noch nie irgendwo jemanden gesehen, der da Content dreht so ein bisschen. Ich bin nach, dass ich gerade nicht so hyped bin, aber die nächsten Tage und Wochen werden auf jeden Fall cool. Und es sind sehr, sehr viele coole Videos in Planung. Ich werde dann nämlich weiterfliegen nach Thailand, Malaysia und Singapur. Schau mir da noch ein bisschen was an und ich habe wirklich gute Videos in der Pipeline oder in meinem Kopf geplant. Schade ist natürlich, dass ich allein unterwegs bin, aber was willst du machen? Das schaffe ich schon, also schauen wir mal, was die nächsten Wochen so bringen. Let's go. So Leute, Boarding, dann schauen wir uns den Laden mal an. Der Dude fliegt immer Business Class. Wie kann er sich das leisten? Thank you. Leute mittlerweile an Bord. So sieht hier übrigens die Toilette aus. Ich zeig's euch mal kurz. Also eigentlich ganz normal wie jede Flug. Wenn man nach Malle oder sonst wo fliegt. Ich habe es glaube ich schon gesagt, wir sind hier in einem Airbus A320, also ein ziemlich kleines Flugzeug. Bin in so einem kleinen Flugzeug auch noch nie so weit geflogen. Und ich muss auch dazu sagen, das mit dem Film hier wird nicht so einfach, weil neben mir sitzt eine Frau, man hat eigentlich keine Privatsphäre. Thank you. Ja? Okay, cheers. yes. Yeah. War einfach wirklich nicht fit. Dann aber mal kurz einen Blick ins Menü. Was gibt es denn so an Bord von Saudia? Wie üblich Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch. Ich habe mich dann hier nur für eine Vorspeise entschieden. Das waren einmal hier die Shrimps mit so ein bisschen Gemüse und Melone dabei. Das war ganz lecker. Ich wollte nicht mehr essen. Ich hatte auch keinen Hunger. Hier beschreibe ich nicht das Essen, sondern einfach nur mein Wohlbefinden. Dabei war dann noch so ein bisschen Brot. Und ja, war gut. Pepsi aus Saudi-Arabien.
auch lecker. Und ich habe auch noch einen begeisterten Blick ins Amenity-Kit geworfen, weil meine Nachbarin, die kam ja aus Saudi-Arabien und sie arbeitet im Management für Saudi und hat mir erklärt, dass das das ganz neue Amenity-Kit ist mit ganz vielen neuen, tollen Sachen. Und ich muss sagen, ich war wirklich überrascht. Da war echt eine Menge drin. Alles, was man so braucht, was man sich nur vorstellen kann. Hier wurde wirklich an keiner Ecke gespart. Sogar so ein kleiner, cooler Kamm. Man darf nicht vergessen, ich habe nur 1000 Euro für den Flug bezahlt. Business Class. Das ist schon wirklich ein sehr, sehr nettes Amenity-Kit und mit eins der besten, das ich jemals bekommen habe. Das war so eine Mappe für meinen Reisepass zum Beispiel. Hat er jetzt 1000 Euro für beide Flüge gezahlt? Also für den Flug nach Saudi-Arabien und dann nach Pakistan? Auch schön designt. Sieht ein bisschen aus wie Lacoste, aber ja, warum nicht? Die Socken von Saudi rocke ich gerade, während ich diese Aufnahme hier in Pakistan für euch mache. Ich hatte auch einmal einen sehr günstigen Business-Class-Flug. Das war, als wir auf die Philippinen geflogen sind. Da habe ich 450 Euro gezahlt pro Person. One-Way mit Qatar Airways. Auch sehr langer Flug gewesen, ich glaube 14 Stunden. Business-Class war einfach so ein Reiseziel, wo keiner hin wollte. Und dann dementsprechend sind die Preise da einfach super günstig. Oder man vielleicht hat das auch mit der Kaufkraft zu tun von dem Land, das man reist. Nach Pakistan fliegen, glaube ich, jetzt auch nicht so viele Leute. Deswegen, ja, wird da wahrscheinlich der Preis einfach ein bisschen günstiger sein. You're doing great job. Thank you. Thank you. Hi. So Leute, angekommen in Saudi. Ja, das ist, und dann musst du da noch mit so einem Bus fahren. Arabien. So Leute, ich bin angekommen hier in Jeddah. Ich muss sagen, wirklich ein sehr, sehr interessanter Flughafen. Schaut euch das mal an. Also wirklich, hier ist eine Stille, ne? Das habe ich, glaube ich, so noch nie erlebt. Ist auch alles wirklich top organisiert. Also das hat hier wunderbar geklappt. Und hinter mir seht ihr jetzt schon die Al-Fursan-Lounge. Die soll wohl ziemlich cool sein. Da kann ich natürlich auch reingehen. Die schauen wir uns jetzt mal an. 3 Stunden Aufenthalt hier und dann geht's weiter nach Lahore in Pakistan. Schaut mal, hier kann man einfach Billard spielen. Also jetzt bin ich mal gespannt. Hier ist wirklich alles so clean. Kann man machen. Wow, sieht auf jeden Fall eher aus wie eine riesige Mall. Das ist er also. Wir sind hier in der Al-Fursan Lounge. Das soll eigentlich die beste Lounge hier sein. Wenn man Business oder First fliegt, kommt man hier rein oder wenn man halt einen Status hat. Erstmal kurz zu meiner Gesundheit. Ey, mir ging es wirklich lange nicht so schlecht. Ne? Ich habe mir 2 Kopfschmerztabletten geballert. Ich hatte auch noch übelste Kopfschmerzen. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe sonst eigentlich nie Kopfschmerzen. Aber jetzt gerade geht es mir eigentlich soweit in Ordnung. Auf jeden Fall deutlich besser als in Frankfurt. Der Flug hat mir echt gut gefallen. Da war ein Flugbegleiter, der war wirklich super, sehr authentisch, freundlich, wirklich. Also ich wusste nicht so ganz, was da auf mich zukommt mit Saudia, aber das war wirklich ein solider Flug. Neben mir saß so ein Mädel aus Saudi-Arabien, die war auch ganz nett, hat mir ziemlich viel erzählt. War halt ein ziemlich kleines Flugzeug, ein Airbus A320. Jetzt gleich geht's weiter in der 777. Hier gibt's jede Menge Leckereien, auch viel zu essen, aber ich habe mich noch nicht getraut, was zu essen. Hier gibt's einfach so eine richtige Süßigkeiten-Theke. Das sieht schon lecker aus. Da hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen, würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Also ich sag euch mal was, ich habe eine Amex und damit komme ich auch in manche Lounges und sowas. Wenn ich Lufthansa fliege, Economy, kann ich sogar in die Lufthansa Business Lounges und so. Und auch in anderen Ländern so hier und da verschiedene Lounges. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, ich finde dieses Essen in den Lounges oder auch das Essen in den Flugzeugen ist richtig overhyped. Das wird immer so verkauft, als wäre das so enders leckere Essen und würde das so übertrieben geil schmecken. Und man denkt sich so, ja, ey, da muss man ja nur hin für das Essen. Aber das schmeckt halt einfach so wie so Vitrinen-Fertigessen, so kühle Kuchen, die so fertig sind. Da kommt auch nicht so viel bei rum, ne? Also dann ist es wahrscheinlich doch geiler, wenn man einfach im Terminal zu einem Shake geht und sich einen saftig geilen Burger holt, den es in Deutschland nicht gibt. Das Einzige, was es jetzt hier für mich gibt, ist dieser Chocolate Cake. Bisschen Ausruhen noch und dann sehen wir uns gleich im Flugzeug wieder. So, hier haben wir es. Lahore, go to gate. Leute, dann wollen wir mal. Ey, ich bin echt so Naja, besser als draußen teuer zu bezahlen. Da, also aus finanzieller Perspektive stimmt das komplett. Das war auch der Grund, warum ich mir die Karte unter anderem geholt habe und warum ich die habe. Wenn man regelmäßig fliegt oder so und viel unterwegs ist, dann rechnet sich das schon recht schnell, weil allein so ein Wasser kostet 4-5 Euro am Flughafen und die ganzen Getränke hast du ja in den Lounges auch. Und ich spare mir halt dann jedes Mal, keine Ahnung, was weiß ich, 20 Euro pro Flug und hin und zurück sind das dann 40 Euro und dann, was weiß ich, bei 15 Flügen im Jahr oder so, summiert sich das dann. Und so eine Karte kostet, glaube ich, 700 im Jahr. Dann hat man die quasi recht schnell wieder drin. Da hat man auch so Reiseguthaben und pipapo. Wisst ihr was? Ich verlinke euch das Ding einfach mal in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das selber angucken. Über den Link kriege ich nämlich auch Punkte und ihr kriegt Punkte. Dann habe ich da auch gleich wieder den nächsten Flug gratis drin. Kuss geht raus. Nein, habe ich nicht. Aber tatsächlich, was? Mario Barth hat ja letztens 14 Euro für ein Baguette bezahlt. Boah.
Ja, das ist halt Flughafenpreise, ne? Die sind teilweise schon sehr, 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 sehr teuer. Spannend, ne, was da auf mich zukommt, ich kann es auch gar nicht einschätzen. Ach so, und übrigens, wir haben gerade mitten in der Nacht, also hier ist es 1.17 Uhr, in Deutschland ist es jetzt 23.17 Uhr und in Lahore ist es schon 3.17 Uhr. Also ich fliege jetzt quasi doch mal durch die Nacht und komme dann da um 9 Uhr morgens an. Anstrengend, aber was willst du machen? Saudi hat eigentlich auch echt moderne Flugzeuge mit einer richtig geilen Business Class, nur die sind halt nicht in allen Flugzeugen verbaut und ich denke mal jetzt die Boeing 777, mit der ich fliege, die ist 10 Jahre alt. Ich glaube, das wird jetzt auch kein weltbewegendes Erlebnis, aber ich will mich auch gar nicht beschweren, ne? Nur jetzt noch Boeing fliegen? Ich weiß ja nicht, Bruder. Kommt halt schon immer drauf an, wie alt das Flugzeug ist und was für eine Konfiguration da drin ist, damit es halt wirklich so dieses richtig coole Business-Class-Erlebnis ist, weil es gibt auch viele Business-Class-Sitze, die sind halt nicht so geil oder im Vergleich mit den neueren nicht so geil, trotzdem cool, ne? Und hier sind wir auch schon angekommen. Ganz schön was los. Schlängeln wir uns mal hier durch. So Leute, dann wollen wir mal, ne? Hallo. Ah, thank you. Is there also a first class? Inside? No, this is... Ah, okay. Okay. This aircraft just only business. All right, okay. Thank you. Call antioxidants. I hope you enjoy it. Thank you. Also auch hier wieder der Service. Super nett, super freundlich, sehr aufmerksam. Kann ich nur einen Daumen nach oben geben. Okay, da bin ich. Wie schon erwartet, ist wirklich ein sehr, sehr altes Modell. Das Gefühl, hier fällt alles schon so leicht auseinander. Auch ganz interessant, ich bin der Einzige mit noch einem Herrn, der da hinten sitzt. Und hier können wirklich, ich glaube, 30 Personen sitzen. Ja, finde ich sehr interessant, dass es hier so leer ist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe hier noch so einen Bananensmoothie bekommen. Vielleicht auch gut für den Magen. Schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Vielleicht aber auch nicht. Wir haben jetzt 2 Uhr in der Nacht hier. So langsam kann es losgehen. Ich habe auch nicht mal hier einen richtigen Bildschirm vor mir. Also der da gehört eigentlich zu meinem Kollegen hier neben mir, der aber nicht da ist. Ja. Weiß ich auch nicht. Auf nach Pakistan. Und so sieht hier übrigens die Toilette aus. In der Boeing 777 auf jeden Fall deutlich größer als eben. Ist auch getrennt von der Boah, bitte, wenn du das filmst, mach die Toilette zu, Mann. Economy Class, das war eben, glaube ich, nicht so. Was haben wir hier? Ein bisschen Duft oder sowas. Mhm. Haben wir das auch gesehen. Ich hätte die Möglichkeit, also Sophia und ich, wir fliegen im August für unsere Flitterwochen weg. Da freue ich mich schon so krass drauf, Alter. Und ich hätte die Möglichkeit, wahrscheinlich sogar mit Sophia einen Flug First Class zu machen. Weil ich tatsächlich bei Qatar Airways, ich habe nicht alle Punkte in Anspruch genommen, aber ich habe 2 Business-Class-Flüge gemacht und dadurch habe ich wieder da so diesen Membership-Programm so viele Punkte bei denen gesammelt, plus von meiner Amex-Punkte, dass ich das transferieren kann und dann kostenlos First Class fliegen könnte. Und dann würde ich ein Video safe drehen. Ich bin aber nicht gespannt, also ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt, ob es das worth ist, aber ich finde das schon immer geil, das so zu experiencen und sich auch so Videos anzuschauen. Also mich interessiert das schon immer, weil das sind ja immer so Mythen und man kommt ja auch nicht immer dazu, sowas mal zu testen und das ist ja irgendwie schon immer so, denkt sich so, ja, Fliegen ist immer so anstrengend und was ist eigentlich mit der Business Class, wie ist es eigentlich da und dies und das. Aber ich glaube wirklich, die meisten Leute, die in diesen First- und Business-Class fliegen, das sind ganz viele Leute, die einfach durch so Punkteprogramme da vergünstigt fliegen. Weil sonst die normalen Preise, die vollen Preise, die kann sich ja fast keiner leisten. Aber beste Kombination mit Flitterwochen. Ja, eben, deswegen wäre es das ja wert. So, dann wird sich das. Und dann ist die Frage, Flitterwochen. Wann würdet ihr es machen? Auf dem Hinflug in die Flitterwochen oder auf dem Rückflug? Zurück, dann, also hin. Ich glaube, das sind 2 Flüge, wird auf die Malediven gehen, zuerst nach Katar, dann Economy und dann von Katar auf die Malediven Business oder First und dann die anderen beiden Flüge wieder Economy oder hin Economy und zurück dann ein Flug First Class, dass man sich so quasi so noch drauf freut auf den Rückflug. Auf der anderen Seite würde man sonst so entspannt ankommen, so richtig relaxed und so richtig so, oh, Hinflug. Ihr sagt Hinflug. Ja, ich hätte auch zuerst im Kopf gehabt, Hinflug, ehrlich gesagt. Einer meiner besten Freunde hat dann zu mir gemeint, nee, mach Rückflug, dann freust du dich schon die ganze Zeit drauf. So, schauen wir hier auch mal eben ins Menü. Entweder beides oder nur auf den Rückflug, damit die Entspannung anhält. Okay. Es macht halt auch Sinn, nur diese Amex-Punkte für sowas auszugeben, weil da der Wert am höchsten ist, was du in Euro dafür wiederbekommst. Alles ist eigentlich mit Fleisch. Ich habe jetzt hier das Chicken Tikka Masala genommen. So Leute, mein Essen ist da. Ich habe ja, glaube ich, euch schon gesagt, Chicken Masala. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Brot, auch ein leckeres Dessert und Salat. Und eine Pepsi,
Diet Pepsi. Ich muss sagen, ich habe irgendwie echt immer noch keinen Hunger, aber ein bisschen was essen muss ich ja mal. Also guten Appetit. Ein bisschen Butter oder so zum Brot hier wäre nicht schlecht. Was ist das denn hier eigentlich? Ich habe wirklich keinen Plan, was das ist. Könnt ihr mir das sagen? Schmeckt auf jeden Fall interessant. Noch ein bisschen Brot dazu. Probieren wir mal das Chicken Masala. Oh, ist scharf. Aber ja, schmecken tut es auf jeden Fall alles gut. Beschweren kann man sich ja normalerweise eher weniger. Ich muss nur ganz dringend schlafen, glaube ich. Das mache ich jetzt gleich. So Leute, ich lege mir jetzt ein bisschen aufs Ohr. Da hinten geht schon wieder die Sonne auf. Schau ich das mal an. Ich hasse Fliegen. Ich könnte das nicht, was er macht. Also die ganze Zeit im Flugzeug sitzen. Ich finde, das ist so kräftezehrend und ist so für den Arsch, auch wenn du Business Class fliegst. Das macht einfach keinen Bock. Das sieht so crazy aus. Alter. Pakistan würde ich jetzt auch eher als so ein etwas ärmeres Land einschätzen, oder? Also, dass es da auch viele so arme Leute gibt. Wir werden auch direkt schon empfangen von ganz vielen Mitarbeitern hier. So, jetzt muss ich mal hier gucken, dass ich hier reinkomme. Probieren wir es mal hier. Junge, kann ich mir schon vorstellen, wie die dich um Taxi abscammen wollen. Oh Gott, Alter, da habe ich ja schon so gar keinen Bock drauf, Alter. Dieses, du kommst am Flughafen an, dann labert dich jeder an und will dich einfach nur abscammen und dich für einen fünffachen Preis oder zehnfachen Preis irgendwo hinfahren. Ich meine so, wie kann man so dreist sein und so unverschämt und Leute so verarschen wollen? I'm okay, thank you. Okay, no problem. Thank you. Your friend coming? Yeah. Where can I, Your family come. Wo kommt deine Familie her aus Pakistan? Geht dich einen Scheißdreck an. Wo kann ich Bargeld? Cash. Oh nein, der wird doch dafür safe. Nur auf den Sack gehen. Ja. Das war mir natürlich. Oh. Thank you. Hoffen wir mal, dass er mich nicht so selber ins Ohr zieht. Okay, es macht jeder unterschiedlich, ne? Aber wenn ich da wo ankomme, ich sag denen, keiner, ich gehe einfach nur allen weiter. Der nennt mich asozial oder so, keine Ahnung. Manchmal, klar, wenn jemand mir nett vorkommt, dann nicht, aber sonst gehe ich da einfach weiter, weil der führt den jetzt zu irgendeinem Ding und will ihm eigentlich nur irgendwas aufschwatzen oder dafür Geld haben, dass er ihnen jetzt einen Bargeldautomaten zeigt. Cash? ADM, yes. You have taxi? Yeah, taxi. You're the whole city go? Let's see, Grand Hotel. Okay. Kann dich auch zu deinem Hotel fahren? Okay. Oh, perfect, thank you. Okay, no problem. Your country? I'm from Germany. Okay. What's your name? My name Nurhan. Nurhan, hi, nice to meet you. Boah, ist das eine Hitze hier, Leute, ey, wirklich. Wir haben hier 32 Grad schon und es ist gerade mal morgens. So, Leute, gelandet. So sieht es übrigens hier einmal aus. Hier läuft alles ein bisschen anders schon cool als aus. An anderen Flughäfen, aber ist ja auch nicht verkehrt, Mann, ne? Mal gucken, wo der Herr mich jetzt hier hinführt. Alama Iqbal International Airport Lahore. Also hier falle ich schon auf, muss man ganz klar sagen. Hallo. Hier falle ich auf, hallo. So, mal gucken, was für ein Gefährt wir jetzt hier kriegen. Yeah. Pakistan. Die fahren auch auf der falschen Straßenseite, glaube ich, ne? Hier? Ja. Yeah. Okay. Thank you. You're back, your seat, the French. Alright. Hey, mein Rucksack. Thank you. Alright, perfect. You know the way? It's very green here. Yes. Irgendwie interessant, Leute. Hier ist fast nichts los auf den Straßen. Ich hoffe, ich komme jetzt hier auch an und werde nicht entführt. Aber der macht einen ganz sympathischen Eindruck. Was macht der da jetzt? Der Verkehr hier ist so crazy, ne? Also ich komme nicht drauf klar, wirklich. Das ist ja unfassbar gefährlich, aber es passiert nichts. You're a good driver. Okay, Leute, ich habe es geschafft ins Hotel. Ich bin noch echt sehr, sehr fertig. Ich muss sagen, das Hotel ist aber wirklich sehr schön, auch
Also, ja, ich muss jetzt erstmal viel erzählen. Moment. Hello. Sorry. I'm good and you? Anything I need to... I'm good. Just arrived now. Okay, thank you, sir. My name is Zahid. Nice to meet you. Every day I'm your lookout. Okay. Alright. Süß. So. Also ich habe mir hier einfach ein Hotel gezogen, wo ich gedacht habe, das sieht gut aus, hat 50 Euro gekostet pro Nacht, ist natürlich teuer. Aber ich wollte mich wenigstens auch einmal ausschlafen, jetzt hier nach meinem Flug. Ist aber auf jeden Fall nicht verkehrt. Hier haben wir so einen netten Gruß bekommen mit einer Rose. Ist die echt? Nee. Kleine Chill-Ecke. Und hier haben wir auch Wasser und ein paar andere Sachen. Oh, Minibar. Ja. Da kann man sich doch nicht beschweren. Ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich war mir natürlich bewusst, dass Pakistan schon komplett andere Welt ist. Aber es ist wirklich vom Entwicklungsstand mit Abstand das, ohne das jetzt abwerten zu meinen natürlich, unterentwickelste Land, in dem ich jemals war. Also gerade dieser Verkehr, ich bin nicht drauf klargekommen. Wir haben eigentlich fast 5-mal einen Unfall gebaut, wo wir so einen Rollerfahrer umgemäht hätten, aber es ist immer gut gegangen. Dann hupt er sich da einen zurecht. Habe jetzt umgerechnet 35 Euro bezahlt für das Taxi, was natürlich, ich weiß, viel zu viel Kohle ist. Aber ich war auch froh, dass der mich direkt da zum ADM begleitet hat. Dann hat er mich in sein Auto geschmissen und mich hier hingefahren. Und dann kam das Schlimmste. Wir fahren so eine Straße lang, dann waren da halt Polizisten. Okay, das geht ja dann noch einigermaßen. Aber, also klar, für deren Verhältnisse ist das natürlich noch mega viel. Ich denke mir dann auch häufig so, wenn wir auf Bali sind oder sowas, dann zahlt man denen halt das Doppelte einfach. Oder was war da zum Beispiel, als ich diese Challenge mit Manuel gedreht habe, wo wir über Bali zu Fuß gehen wollten, da haben uns dann zwei Jugendliche mitgenommen, zwei Einheimische. Ich habe denen 150 Euro, glaube ich, gezahlt, dafür, dass die uns eine Stunde zum Hotel zurückgefahren haben. Das heißt, eine Stunde hin, eine Stunde zurück, oder waren es 100 Euro, 100 oder 150. Und die wollten halt irgendwie gar nichts dafür. Die wollten halt so... Die haben gemeint, nee, passt schon und sowas. Die wollten kein Geld. Und der Durchschnittslohn da auf Bali ist, glaube ich, bei 300 Euro. Also es war für die unnormal viel Geld. Aber so, das zahlt man dann von sich aus gerne, weil einem tut es ja nicht so. Die haben uns einen riesen Gefallen getan damit. Und mir tut es ja jetzt nicht so weh, denen jetzt, keine Ahnung, ein paar Euro mehr zu geben, versus den Effekt, den die dann dadurch haben. So wie es bei ihm 38 Euro, 36 Euro für das Taxi ist jetzt normale Preise, so was man bei uns im Westen zahlt. Für den Taxifahrer ist natürlich mega, mega viel. Die haben uns kontrolliert, dann musste ich denen meinen Pass geben und der fährt einfach weiter ohne meinen Pass. Ich so, ey, ich brauche meinen Pass, da ohne den nichts los hier. Ich dachte wirklich, ich werde da jetzt abgezogen oder so, aber dann fuhr der da so einen Schlenker und meinte, in diese Area dürfen keine Deutschen. Also hat er so gesagt, no Germans here, no Germans, und dann musste man einen anderen Weg fahren. Hab ich überhaupt nicht verstanden, aber gut. Ich bin froh, dass ich jetzt hier bin, mich ausruhen kann und dann schauen wir mal, was das hier so wird. In Pakistan. Das Video ist hier vorbei. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, um nichts zu verpassen. Ich habe hier ein paar interessante Themen, denke ich, geplant, die ich in den nächsten Tagen umsetzen werde. Ein paar interessante Themen. Ich freue mich schon auf die Pakistan-Videos von Alex. Neun Nächte, geil, einfach mal so der ganz andere Content. Ich fahre mit dem gefährlichsten Zug. Oh mein geraten, Gott. In Pakistan als Tourist besser mit dem Bus zu reisen. Züge können nämlich so wie. Oh mein Gott, ist schon interessant. Ist schon geil. Ist schon echt nice, dass er sowas ausprobiert und wirklich da so travelt und so ganz andere Kulturen, zu denen man sonst oder andere Länder, wo man sonst nicht hinreisen würde, hier experienced. Alex, wie? Kuss geht raus. Dankeschön für das geile Video. War ein spannender Einblick auf jeden Fall.